Hallo, hier ist wieder Lorenzo mit Let's Play Star Wars Episode 1 Racer Part 1 für Nintendo 64 auf dem Emulator von LucasArts. Und in diesem Moment ein klein wenig verpixelter Musik irgendwie. Naja, los geht's. Sieht schon, für Nintendo 64 Spiel hat das super Grafik. Also es ist eine großartige Grafik. Das ist wirklich, finde ich gut. Tournament. Ein Java sieht man hier auch. Okay, der ist schlechter gemacht. Den hätte man besser machen können, theoretisch. Aber man erkennt ihn zumindest. Der Boxendroide ist eigentlich auch makellos erkennbar. Und die Art, wie er bescheuert weggeht. Hallo, ich bin ein Huhn. So, ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel jemals Let's Played worden ist. Ich schätze mal nicht. Aber obwohl, es ist ja schon ganz cool irgendwie. Naja. Ich bin natürlich, wer bin ich? Nein, ich bin nicht ein Loser. Ich bin, hä, wie komme ich jetzt auf Loser? Ich bin doch kein Loser. Oder doch? Naja. Ich bin keiner. Gut, wir haben hier noch ABN The Cod. Was ist das für ein Scheißname? Dann haben wir noch Dudbolt. Gasgano und Alan Mac. Und natürlich noch Odi Mandrell. Wer auch immer das ist, ich kenne ihn nicht. Oder sie, oder wer auch immer das ist. Gasgano sieht cool aus, aber den nehmen wir nicht. Der ist mir zu. Weiß nicht. Ich nehme einfach den ganz Standard-Pod von Anakin Skywalker. Weil wir sind ja die Guten, oder? Und wir sind nicht böse. Und, naja, das liegt irgendwie dann auf der Hand. Und ich glaube, jetzt habe ich ein Safe-State gemacht. Super. Dann. Egal, wir machen das jetzt einfach irgendwie auf. Was ist das? Egal. Was? Wir wollen, warte, wir wollen Options, wir wollen weniger Musik haben. Die blende ich dann selber ein. Ich habe hier nämlich so eine schöne Stereoanlage stehen. Audio ist Stereo und ja, passt schon. Start Race. Ja, die Musik leckt ein klein bisschen, aber ich finde es schon, es ist ganz gut. Was haben wir denn hier für schöne Musik, die wir abspielen können dazu? Ah, Bubble Bobble. Interessant. Oh, wir sind da und jetzt geht's gleich los. Bulba ist einfach vorausgefahren, die Penner. Wieso konnte man den eigentlich nicht nehmen? Wahrscheinlich muss man den noch freischalten. So, die Stopptaste. Okay, vielleicht soll ich nicht pfeifen, weil es der laut sein könnte, theoretisch. Jedenfalls sind wir jetzt Erster und das mit ein wenig Abstand. Bubble Musik ist lustig. Ich finde das gut. Falls man die überhaupt hört, ich denke mal schon. Ja, wir fahren eigentlich bis jetzt ganz gut, beziehungsweise ich höre. Man kann auch bremsen. Das werde ich dann nutzen, um zu manövrieren oder so. Wir wollen ja nicht sterben. Weil dann könnten wir überholt werden in der Zeit, bis wir wieder da sind, wo wir hin wollen. Ah, da vorne geht's ran. Wow. Okay, wir sind gestorben. Aber trotzdem, wir werden jetzt weiterfahren und deswegen gewinnen wir und so. Ah, jetzt habe ich noch die Original-Bubble-Bobble-Musik da, aber die will ich jetzt nicht hören. Schalt mal schnell um, was auch immer jetzt kommt. Nein, nicht Chopper-Man-Theme! Chopper-Theme. Auch nicht viel besser. Obwohl da wenigstens nicht auf Japanisch gesungen wird. Wie Wahnsinn. Ah, es ist Dragon Ball Kai-Opening in Japan. Wäre ich fast dagegen gerast.
So, yay, super abheben. Konstant machen. Wir führen immer noch. Weiter, weiter fahren wir mit dem Podracer von Anakin. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber irgendwie finde ich, das passt oder auch nicht. Das könnt ihr selber entscheiden. Diesmal schaffe ich es, da durchzurasen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Und das ist auch gut so. Dieses Spiel ist fast überhaupt nicht umfangreich, glaube ich. Egal. Es hat, wie viel Rennen hat es nochmal? Ich habe es vergessen. Das stand da irgendwie. Wie komme ich jetzt darauf, dass es nicht umfangreich ist, nachdem ich das gesagt habe mit der Durchfahren? Naja, jedenfalls ist das so. It's a new lap record. Ist gut. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht wieder gestorben bin. Aber wir können, glaube ich, nicht mehr eingeholt werden. Das ist gut. Ah, da war die L-Taste. Für einen Controller. Ich habe hier so einen Gammel-Controller mit Steuerkreuz in 8 Richtungen. Der reicht aber für die meisten Emulatoren. Sogar für Nintendo 64. Ich habe damit sogar schon mal Legend of Zelda Ocarina of Time die gesamte Deku-Baum-Story abgeschlossen. Die Musik dürfte man auch kennen. Falls man die hört, ich weiß es nicht, hoffentlich. Sonst wäre es eine ziemliche Pleite im Grunde. Das Blöde ist, dass immer, wenn ich mein Ding jetzt da so schräg machen will, genau. Hey, ich hab's wieder geschafft. Oh. Ja, wir sterben gleich. Immer wenn ich meinen Renner so schräg mache, dann ja, muss ich auf der Tastatur irgendwie so eine Taste drücken. Au. Naja, hoffentlich schaffen wir trotzdem noch einen New Lap Record. Yay! Super! Du wirst unbesiegbar sein. Dragon Ball. Okay. Ja genau, das können wir auch machen. Was ist das für ein Hintergrundgeräusch bei dem Spiel? Singt der mit? Das klang gerade irgendwie so. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part mal. Jetzt hören wir noch ein bisschen geil Theme Goes With Everything. Hey, wie viele haben mitgemacht? Masguo, Temto Pagal Dallis, Ben Quadinarus, ja, der ist cool. Bullseye, hey Bullseye, es erinnert mich irgendwie an, na egal. Gasgano natürlich, wieso ist der so schlecht? Black Holdfast, Mar Sandage, Botzi, Reds Tyrell, ach der, ja, der ist doof. Dutbolt und Sebulba ist Zweiter geworden. Nächstes Mal spielen wir auf Mon Gaza, wo auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ich mache einen Safe State. Lade ihn wieder. Lade ihn noch einmal. Lade ihn wieder. Das passt gut zur Musik. Nicht. Doch, eigentlich passt alles dazu, von daher. Vielleicht kackt ihr bestimmt die Aufnahme ab, ich sag's euch. Gut, das war's dann mit dem Part und würde ich sagen, tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Wie hieß das noch? Ich hab's vergessen. Jedenfalls nicht Lego Knights Kingdom. Egal, dann zurück bei, ach genau, da steht's. One Piece Epic Racer, hä? Nein, wieso One Piece? Ich hab... Da steht Star Wars und ich lese One Piece, das ist... Hä? Find ich dumm? Egal. Ich bin einfach ein zu großer Fan. Ich bin der größte One Piece Fan Deutschlands. So. Star Wars Epic Racer oder EP1 Racer.
Podracer-Zeug und so weiter. Morgen, nächstes Mal machen wir Mongasa Speedway. Ciao, euer Loch in der Zeit Zorro.